So. Und wir machen uns weiter auf die Suche nach weiteren Lichtkammern. Aber ich mache mich jetzt auch langsam wieder schon sehr auf den Weg... den Weg weg von den Dingern. Da geht's zurück. Da geht's weiter. Und hier sieht's auch überhaupt nicht mehr nach Lichtkeim aus. Ja, ich verlasse schon die Lichtkeimzone sozusagen, die diesen Radius von diesem Bereich mit einnimmt. Okay, wem das gerade zu viel war mit Radius und so. Der spult einfach zurück und hört sich das Ganze nochmal an. Nein. So ist das manchmal, ne? Man muss sich denn ja auch manchmal echt gewählt ausdrücken können und so weiter, ne? Ja. Ich bin ehrlich, das mag ich nicht, ja, wenn ich irgendwas anhöre oder so. Ich finde, wenn man eine gewählte und ordentliche Sprache hat, hört man sich das lieber an. Ja? Mag lieber. Und das kann man jetzt ja bei Gronkh oder so sagen, dass er jetzt ein erwachsener Mann ist und so. Und er hat auch was gelernt in seinem Leben, denke ich. Ne? Der kann sich auch gewählt ausdrücken. Aber so, wo das nicht der Fall ist, weiß ich nicht genau. Weiß ich nicht genau, ne? So, was ist da oben? Fliegerzeichen. Das ist jetzt wieder dieses Thema, ne? Mach's besser und so weiter. Ich rede nicht davon, dass ich das besser kann, aber ich rede halt einfach erstmal auch nur davon, was mir gefällt und was mir nicht gefällt. Ich habe auch früher gesagt, mir gefallen Let's Plays nicht mit schlechter Mikrofonqualität. Ja. Und damals hatte ich ein sauscheiß Mikrofon. Und inzwischen habe ich ein gutes Mikrofon, ja. Das kann ich jetzt ja von mir schon mal behaupten oder sagen. Das ist ja wohl okay. Aber da habe ich mich auch beschwert und das war so schlecht. Und das ist so einfach. Man ist ja nicht denn immer gleich besser. Aber man kann ja sagen, ja, was finde ich gut, was finde ich eher noch nicht so gut. Deswegen alles gut in der Hut hier. Nichts negativ oder so. Hallo. So. Weiter geht's. Ein paar Lichtkeime sammeln. Jo. Let's Death, würde ich sagen. Let's Death. Death heißt Tod und Death heißt der Tod oder wie auch immer. Und ich habe es jetzt Let's Death genannt. Let's. Eigentlich ein Verb, sterben. Egal. Let's Death ist total im Grunde total falsch, aber ich habe ich mir noch keine Gedanken drüber gemacht, also. Naja, wie soll ich sagen? Oder man springt einfach ins Leere und nennt das wieder Let's Die. Jetzt mache ich es mal richtig, ja, wie es auch wirklich im Englischen Sinn hat und nicht Let's Death, Alter. Let's tot, lasst uns tot sozusagen. Let's Play, lasst uns spielen, lasst uns tot. Nein, ich würde eher sagen, lasst uns sterben. Das passt doch etwas besser. Ne? Auch wenn es blöd klingt, aber. Oder der Suizid. Das finde ich, hört sich immer noch am geilsten an. Suizid ist ja auch eigentlich kein Verb, sondern eigentlich auch Nomen. Der Suizid, ne? Also. Wie soll ich sagen? Lasst uns Suizid, sozusagen nach dem Motto. Aber gibt es das Verb suizidieren? Was? Ach, man kann sich ja auch gerne mal in die Scheiße reinlabern. Suizidieren, Alter. So ein. So zitieren ist er auch mit drin. Pam! Oh, der ist tot, der ist tot, der ist tot. Yes, wieder mal meine 10 Sekunden geknackt, Digga. Nice Scheiße. Und so drücke ich mir auch gerne mal aus, ne, mit. Schon wieder gekillt, Digga. Nice Scheiße. Nö, das ist ja auch ganz denn okay, mal so, ne? So. Das muss ja noch mal sein, finde ich. Das muss wirklich mal sein. Let's fall into the death. Okay, um jetzt wieder ganz schlecht drüber zu kommen. Let's fall into the die. Was? Jetzt habe ich wieder. Jetzt habe ich ja das Verb benutzt, weil ihr es verstanden habt. Weil ihr es bemerkt habt, genau. Ja. Nur sitze ich hier alleine vorm PC und es hören mir irgendwelche Leute zu. Ist das nicht etwas einsam? Ja, ist so. Mir macht Spaß, so. Oder wie es RTL ausdrückt, irgendwelche hobbylosen Menschen, die Selbstgespräche führen. Yay. Genau das ist es hier. So.
Hier hoch gehen wir mal wieder. Ich glaube, das ist doch am besten. Oui. Und oui. Falsche Taste. Und jetzt? Und jetzt? Und jetzt? Nach links oder nach rechts? Nach jetzt? Und jetzt? Noch, ich glaube, noch weiter sinken lassen, oder? Ja, das ist doch super. Dann haben wir das doch schon mal auch. Und runter mit dir. Jo, du kannst runter, genau. Jetzt können wir da wieder rüber. Und hepp. Genau so. Und ich trete den Rückweg sozusagen an, damit ich auch wirklich wieder mal ein paar nette Sachen einsammeln kann. Und hier habe ich schon drei Lichtkeimen. 157, haha. Mir fehlen nur noch 13 Stück. Ja, genau, 170 minus 157 sind 13. Genau. So. Das sieht schon mal, finde ich, super klasse aus. Da ich dann mir auch die nächste Crafty holen kann. Crafty Hefty. Wo will der hin? Ich habe gedacht, der fängt sich wieder an diesen Pflanzen da, aber nein. Er springt. So. Na komm. Kleiner Gentleman. So. Alter, da oben. Nice. Komme ich denn da hin? Über die Seite schon mal nicht. Ach, da auf der anderen Seite ist. Nee. Wie soll ich denn da hochkommen? Da längst? Nein. In darüber schwingen, naja, oder? So da und in darüber rüber schwingen? Glaube ich nicht. Das glaube ich wirklich nicht. Was ist das denn da? Das ist eine ausgeschaltete Flugplatte. Das interessiert mich jetzt mal. Ach, da haben wir ein Flugsymbol, da gehe ich mal rauf, so. Und yay! Ach, das war ja mal klassischer Flug in Richtung Plattform. Aber ja, das bringt mich weiter. Es bringt mir wieder ein paar Lichtkeime ins Portemonnaie. Und ansonsten, ja, fliege ich einfach mal nur. Bin ich jetzt darauf? So, den habe ich doch gerade noch im Augen. Ach, da noch einen. Nice. Im Augenwinkel gesehen. Deswegen sammle ich die auch gleich mal ein. Ey, gleich drei hier. Sind sie gleich großzügig, ne? Sieben Keime nur noch. Das sieht echt gut aus. Warte, was haben wir da denn? Verzeihung. Ja, ja. Edeka. Nein, 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 nein. Genau. Das ist die richtige Entscheidung, mein Prinz. Da möchte ich jetzt einmal hin. Drei Stück fehlen mir nur noch. Richtig. Drei Stück nur noch. Und dann gehe ich auch, schlage ich sofort den Weg zum Tempel zurück ein und um auch gleich die nächste Kraft. Vielleicht finde ich jetzt schon auf dem Weg hier zwei, drei Stück. Das wäre natürlich hervorragend, finde ich. Fliegt. 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 Rechts vorbei. Genau. Oh, geil. Zwei Keime, das war's. 100 und... Elke hat nun genügend Lichtkeime, um eine Kraft im Tempel zu aktivieren. Drück Tempelleiter, um die Weltkarte zu öffnen. Yay. Und das ist episch geil. Aber erstmal müssen wir jetzt ja auch wirklich fliegen. Und dann kümmern wir uns auch ein bisschen, glaube ich, noch um weitere... Jetzt fliege ich doch falsch rum, ne? Ja, genau. Fliegen wir noch ein paar weitere... Lichtkeim sozusagen entgegen. Und ansonsten kümmern wir uns dann auch um die nächste Kraft und gehen zurück zum Tempel. So. Ja, genau. Machen wir einen dreifachen, vierfachen Salto, genau. So, wo ist jetzt dieses... Da, genau, da oben. Ja, da komme ich sonst nicht hin. Ist natürlich echt episch oben. Da oben, das ist echt episch. Und jetzt bin ich ja hier oben wieder.
Da oben habe ich ja das Land, ganze Land hier fruchtbar, etwas fruchtbarer gemacht. Und jetzt würde ich mal sagen, gehen wir mal in Richtung Tempel wieder. Daneben Schlangen. Pups. Pups. Nochmal Pups. Nee, abgewählt. Und Pups. Ich weiß jetzt nicht, wie ich auf, das, auf den Namen Pups komme. Oder auf den... Komm jetzt. Stell dich nicht so an hier. Ich bin aufgeregt, weißt du? So. Ich werde erstmal wissen, wo ich längs muss. Ja, muss ich. Ich muss da doch längs, oder? Ja, genau. So, und rauf geht's. Und ab geht's, Bitches. Ja, und jetzt, Elika, zeig mir den Weg. Ah, da längs, okay. Ja, Tempel ist aktiviert, gut. Und dann geht's ab zum Tempel und es kann weitergehen, das ganz monotone Klettern, wie wir es also gewohnt sind. Tja, so ist das Leben. Genau wie das normale Leben, sehr monoton. Als Jugendlicher, beziehungsweise als Kind, Schule. Als Erwachsener, Leben. Leben. Was? Hey. Meine Konzentration. Als Erwachsener arbeiten, dann halt, ne? Und ansonsten noch schlafen, Zähne putzen, essen, blinzeln, atmen nicht vergessen. Und das klassische Zeug, weil wenn man noch Sport macht, Sport zwischendurch. Vielleicht ist das alles doch sehr monoton. Aber, ja, wer tut da was gegen? Ja, wer hat Lust, sich dagegen zu wehren, braucht man auch nicht, oder? Ist doch alles gut so. Jeder kann seinen Hobbys nachgehen. Sport machen, wie auch immer. Let's play. das kann man auch machen, wie man möchte. Und wenn einem die Monotonität, das Monoton einfach nicht gefällt, dann kann man auch was anderes machen. Kann ja sich auch einfach ein bisschen Geld nehmen, egal woher, ja, vom Arbeiten. Und einfach verreisen und sein ganzes Leben irgendwo im Ausland verbringen und braun werden und sterben. Wenn man darauf Lust hat. Naja, wir gucken weiter, wo der Weg ist. Und das sieht hier doch ganz gut aus. Runter geht's hier. Oh, nicht links vorbei hier. Zeigt uns den Weg. Okay, hier nach links, hier nach rechts also. Zeig uns den Weg, genau. Wir wollen den Weg wissen. Und hier hoch. Nee. Wohin nun? Achso, da oben. Habe ich nicht gesehen wegen dieser Pflanze da. Die hat mir den Weg so ein bisschen verdeckt. Okay. Da hoch? Hä? Komme ich davon nicht? Irgendwie? Hallo, ah, jetzt will er wieder da längs. Da, von da kam ich ja gerade. Ich bin ja nicht. Ich bin ja kein blöder Mensch. Also, weil ich gerade irgendwie falsch gegangen bin, dann wollte er mich wieder dahin führen. Okay. Bin ich halt jetzt richtig? Also hier rund. Oder? Warte mal. Normal. E. Da runter, runter. Und ach, und da unten irgendwann links. Und da bin ich halt irgendwann rechts abgebogen. Dann wollte er mich wieder in den Kreis führen. Wohin? Okay, dann kann ich ja sozusagen einmal gleich hier links dran vorbeisliden, sozusagen. Oder ich fäng mich doch einfach dran, aber hier muss ich jetzt weiter runter und nicht nach rechts. Mit rechts war ich gerade etwas falsch. Okay, es kommt dramatisch Musik auf. Es kommt mir wieder ein Gegner, glaube ich, gleich in den Weg. Wird es ganz bestimmt, denke ich. So. Die Musik wird dramatischer. Und geschafft. So, ich bin jetzt schon relativ nah, finde ich. Also, nah, was heißt nah? Das habe ich hier geschafft, das kleine Stück. Aber vorhin bin ich von hier oben da ganz längs gegangen bis hier. Nicht schlecht, oder? Bin schon so ein kleiner Pilgerfreak hier und so. Okay, hier links hoch, genau. Da geht's also weiter. Und wie soll ich sagen? Und hier geht's halt weiter im Schlittern.
Und ich ziehe jetzt mal hier im Einzug durch. Ich habe keinen Bock, hier irgendwie lange anzuhalten, sondern laufe jetzt auch. Ja, krass, geil.